Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Reaction von der E3. Und wir schauen uns jetzt den neuen Trailer zu Link's Awakening an. Wer es von euch vielleicht von damals noch kennt, das Spiel ist schon richtig alt. Gab es damals, glaube ich, auf der Nintendo, auf der allerersten von den Nintendo-Konsolen. Ich bin richtig gespannt drauf, weil ich finde, es macht verdammt guten Eindruck, aber ohne lange drum reden, schauen wir uns kurz erst einmal den Trailer an. Yay, also ich finde, das sieht doch schon mal richtig süß gemacht aus. Ich habe von einigen Leuten jetzt schon gehört, dass sie den Stil vom Remake gar nicht so gut finden. Also dass sie die Optik davon ein bisschen zu putzig in der Art finden. Ich muss sagen, mir gefällt diese Art wirklich gut. Ich finde, dass sie gerade von dem alten Stil her doch einen wirklich guten Mittelweg gefunden haben zwischen dem, ja, dem alten Stil und doch einem grafisch deutlich hochwertigeren Stil. Also ich finde, das kommt rüber, auch die Emotionen in den Gesichtern kommen noch gut rüber. Das ist mir bei solchen Chibi-Gesichtern oftmals so ein bisschen so ein Graus gewesen, dass man das nicht so gut erkennen konnte. Ich finde vor allem auch gut, was die neu an Content reingemacht haben, dass man eben auch so ein bisschen, was man im Trailer sehen konnte, sich so seine eigenen Bereiche basteln kann. Ansonsten sieht es doch so aus, als wäre es von der Story her komplett dasselbe. Aber das werden wir auf jeden Fall, werden wir das noch spielen. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf, den alten Teil. Vor allem, ich muss sagen, ich kenne ihn noch, ja, aber es ist doch schon eine ganze Weile her. Also ich denke mal, dass ich da doch das ein oder andere definitiv nicht mehr weiß. Ich freue mich drauf, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Schreibt mir, ob ihr das Ganze gerne sehen möchtet, ob ihr euch darauf freut, es vielleicht selber zu spielen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.